Tada! Bap, badab. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich bin hier live im Dune Awakening Stand, im Kino kann man so sagen. Ich habe hier so eine kleine Kinokabine. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie im Kino der Vorführraum, wo der Projektor ist. Das ist quasi der Raum, in dem ich hier bin. Vor mir ist das Kino mit, weiß ich nicht, 100 Plätzen. Und dann da direkt davor ist die Leinwand. Und da läuft die ganze Zeit Präsentation für Dune Awakening. Und das sieht so hammergeil aus auf dieser Leinwand, dass ich die ganze Zeit hier so schon staunend mir das angucke. Es ist wirklich ein Unterschied, ob man zu Hause auf einem kleinen Monitor spielt oder einfach in so einem Kinosaal. Und wir werden die nächsten anderthalb Stunden uns mit Dune Awakening auseinandersetzen. Wir kommen jetzt erstmal ein bisschen rein, können ein bisschen über die Messe plaudern. Dann werden wir gleich zusammen den Trailer gucken. Dann erzähle ich euch das, was ich schon weiß, weil ich konnte gestern schon anzocken. Ich habe gestern Dune Awakening tatsächlich gespielt und es macht großen Spaß. Und da werden wir gleich ein bisschen über meine Erlebnisse reden, zusammen dann auch mit dem Trailer, den ich euch zeige. Und dann werden wir um 12, also in einer halben Stunde, gemeinsam die Präsentation schauen, die hier im Kino läuft. Dann auch mit den Erklärungen des Entwicklerteams, die das Ganze ja begleiten. Ich höre mir das zusammen mit euch an. Und dann haben wir im Anschluss auch noch ein Interview mit einem der Entwickler. Der kommt dann hier zu mir. Und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Und ihr könnt auch gerne eure Fragen natürlich stellen. Ich guck mal ganz kurz, dass ich euch habe. So, jetzt habe ich euch da. Hallo Leute. Die Gamescom ist absolut wild. Zeigt Nils uns den Wurm. Ja, ihr werdet den mächtigen Wurm zu sehen bekommen. Das ist eines der Elemente im Spiel, will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was ich am geilsten finde, weil ihr läuft da über diesen Wüstenboden und ihr hört das so wummern und rumoren und dann kommt da dieser riesige Wurm aus dem Sand gepeitscht und das ist einfach, da hat man richtig Schiss, wenn man zu Fuß auf dem Wüstensand umhergaloppiert. So, aber bevor ich gleich ins Detail gehe, lass uns noch mal kurz fragen, wie es euch so geht. Habt ihr Ton? Wir wollen einmal gemeinsam den Ton einmal abmischen, dass ihr mich gut hört und dass wir gleich auch das Gameplay-Material gut hören. Kannst du sicherheitshalber dein Ticket ausziehen? Achso, das hier? Achso. Ja. Kein Problem. Das ist gefährlich. Wie viel Stimme hat Krogi noch? Deine klingt noch ausgezeichnet. Ja, es ist, weiß ich nicht. Krogi ist aber auch krasser. Was so den Abriss angeht. Also ganz kurz mal so ein Eindruck zur Gamescom. Es ist, ich gehe seit 20 Jahren gehe hier auf diese Messe und dieses Jahr ist einfach wirklich die krasseste. Wir haben so viele Termine, wir haben so viel zu tun. Wir rennen quasi von einem Termin zum anderen. Und ich bin sehr vorsichtig. Früher war ich ja natürlich einer der bekanntesten Partygänger auf der gesamten Gamescom-Messe. Aber die Zeit ist lange zurück. Ich mache nur noch Gamescom und Schlafen. Das ist so mein Gamescom und Schlafen. Wenn ich von der Messe komme, gestern war ich um 8 fertig hier mit der Messe und dann gehe ich was essen und dann gehe ich ins Bett. Lass mich alle in Ruhe. Früher war jeden Tag irgendeine Party, die Zeiten sind vorbei. Aber heute Abend, und da habe ich dann meine gesamte Energie versucht, für diesen einen Tag zu konservieren, ist ja die Gamescom-Party von uns. Unsere eigene Party ist heute Abend. Das wird, glaube ich, wild. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Rocket Beans-Party mit Abstand das relevanteste Ereignis ist außerhalb der Messe. Deswegen, da muss ich ein bisschen die Restkräfte... Ja, bist halt alt. Ey, es ist wirklich so. Ich habe gestern ein Bild gesehen, was mich komplett schockiert hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob das stimmt. Wo bin ich eigentlich? Warte mal, ich bin... Da bin ich. Jetzt, hi, Leute. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe ein Bild gesehen. Schlagzeile. Wissenschaftler haben herausgefunden, die Menschen altern in Schüben. Und es gibt zwei Alter, in denen diese Schübe stattfinden. Jetzt pass auf. Der erste ist 44 und der zweite ist 60. Das sind die beiden Sollbruchstellen des Lebens. Und jetzt könnt ihr mal rechnen, wie alt ich bin. Und habe ich direkt ein bisschen Angst bekommen. Naja. Wer weiß. Das Gute ist, ihr könnt ja dem Zerfall des Lebens live zusehen und dann diese wissenschaftliche Erkenntnis entweder bestätigen oder hoffentlich widerlegen. So.
Ja, ich hoffe, dass die Stimme intakt bleibt. Das ist verdammt schwierig. Also, dieses Jahr ist wirklich einfach, es ist einfach unglaublich viel. Aber es macht auch echt großen Spaß, weil man super viel sieht und erlebt und macht. Wer von euch hat denn schon was zu Dune Awakening gesehen? Fangen wir mal so ein bisschen an, zum Thema zu kommen. Wer von euch hat schon was dazu gesehen? Da sehe ich die Eins. Eins. Die Einsen kommen. Eins heißt übrigens, wir sind ja im Binärzeitalter. Wobei, es müsste ja eigentlich 1 und 0 sein, ne? Wieso eigentlich nicht 1 und 0? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? 1 heißt ja, 2 heißt nein. Nur von der Opening Night. Ja. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hole euch direkt zu Beginn ab. Wir gucken gleich gemeinsam den Trailer. Dann erzähle ich euch, wie gesagt, von meinen Erlebnissen. Ich habe ja schon gespielt. Und dann gucken wir die Präse an. Und dann wisst ihr alles. Also bekommst du das Rauschen im Hintergrund noch irgendwie gefixt, fragt Nikola. Ja, also, mir wurde gesagt, dass dieses Rauschen Setup-bedingt war und die Techniker hier vor Ort haben versucht, das Rauschen zu unterdrücken. Das soll wohl erfolgreich gewesen sein, aber wenn ihr jetzt sagt, das ist wieder da, ist wahrscheinlich, ja, ist schwierig, ne? Aber okay, ich kann an dieser Stelle bestätigen, das Technikerteam hier vor Ort ist dran, fieberhaft mit Schraubenschlüssel, Kneifzange und Latzhose wird hier in den Eingeweiden der Technik herumgeschraubt und wir sind optimistisch, dass das Rauschen... Ach, guck mal, hier höre ich schon Meldungen. Wir hören kein Rauschen. Casey Ryback hört kein Rauschen. Tessoma hört kein Rauschen. Okay, also... Hör kein Rauschen, hab kein Headset. Okay. Also einige von euch hören Rauschen, viele hören auch kein Rauschen. Das ist dann natürlich auch immer schwierig, ne? Wenn das auch nicht einheitlich sozusagen auftaucht bei euch. Nikola meint, es brummt er. Ja, also ich kann euch, was ich euch sagen kann, ist, dass auf jeden Fall im Hintergrund versucht wird, das zu fixen. Und wir müssen abwarten. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend für euch. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam den Trailer an zu Dune Awakening. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Und dann gucken wir uns gemeinsam die Präsentation an, die so um 12 beginnt. Okay? Dann fahre ich jetzt mal den Trailer ab. Let's go, Leute. Warte, erstmal gucken, dass wir auch Sound haben für den Trailer. Das ist das. Und dann gucken, dass wir hoffentlich genug Ton haben. Let's go, Leute. Das ist der Trailer für Dune Awakening. There is another path for you. Awaken. You begin as a nameless prisoner. Sculpt your appearance, choose your background, and then crash into the planet. You are abandoned and alone. Hunted by sandworms. Scorched by the unforgiving sun, ravaged by sunstroke. Stick to the shade, chase the moving shadows, survive. Welcome to Arrakis, the most dangerous planet in the universe. Meet hundreds of other players in the vast online world. Befriend or betray those you meet. Form a wary alliance, in this case, a spit dart rifle and a stillsuit for your help taking down territorial deserters. Working with others will always increase your chance of staying alive. The deserter base. Climb to a vantage point and prepare for violence. Your choice of weapons and abilities determines your strategy. Swordmasters lead the charge into battle, literally. Repel ranged attacks with a shield, and then take them out, one by one. Deploy the Hunter Seeker and kill from the shadows. Take what you can from the fallen. On Arrakis, nothing of value is wasted. Mine, harvest, and gather with your group
to build bases and unlock more advanced equipment, like the blood purifier. Refine the blood you collected from your enemies to extract drinkable water. Craft improved equipment using fabricators. Replicate your bases in new locations with the blueprint system, and then sell blueprints of your architectural wonders to other players. Lead your group to become a guild. On Arrakis, a nameless prisoner can rise. Construct an ornithopter and take to the air. The world is yours to claim. This is Dune Man Keith Villari reminding you today you're a returner of the Force Spice Lord. My crew found a shortcut, we become the in-game radio provides insight into key events happening across Arrakis. Map the desert. Discover landmarks, wrecked ships, and desert testing stations filled with forgotten technology. Arrakis is a vast planet. You can explore unique locations, uncover valuable resources, and search for secrets amongst the shifting dunes. And then, return to civilization triumphant with what you found. Harko Village throngs with people, spice traders, guild bankers, smugglers, house envoys, and of course, other players. Here, you will pledge allegiance to one of the great houses of Dune, the Harkonnen. But remember, to play politics, you need power. And on Arrakis, spice is power. In the deep desert, beyond the shield wall, hundreds of players scour the landscape, hunting for spice. Every spice blow has the potential to become a heated battle, with multiple guilds vying for the precious melange. Even when it looks like defeat is inevitable, those who understand desert power can awaken Arrakis itself. Jetzt hört ihr mich auch wieder. Das war der Trailer. Dune Awakening, entwickelt von Funcom, die auch ein bisschen Erfahrung haben, auch mit diesem Genre. Conan Exiles zum Beispiel haben sie gemacht. Und jetzt haben wir eine Menge gesehen. Ich habe gestern schon gespielt. Jetzt fangen wir mal so ein bisschen an, darüber zu sprechen, wie sich das so anfühlt, das Spiel wirklich dann auch zu zocken. Ihr werdet quasi zu Beginn, also es ist ein MMO-Survival, wenn ihr so wollt. Ihr werdet zu Beginn in die Wüste geschmissen. Ja, ihr seid mit einem Ornithopter abgestürzt, seid, glaube ich, der einzige Überlebende und seid dann erstmal in der Wüste und habt nichts, ne? Wie das oft so ist bei Survival-Spielen. Und dann seid ihr direkt in dieser bedrohlichen Welt von Arrakis, dem Wüstenplaneten Dune, wo das Spice beheimatet ist. Und dann müsst ihr erstmal überleben. So, das heißt, die Sonne brennt auf euch nieder. Es gibt so eine Hitzeanzeige. Ihr könnt sehr, sehr schnell überhitzen. Ihr habt noch nicht das nötige Outfit. Es gibt ja zum Beispiel diese Anzüge der Fremen, die euch dann vor der Hitze schützen, die Flüssigkeit bewahren können. Habt ihr alles noch nicht? Dann müsst ihr euch erstmal in die Schatten von diesen Felsen retten. Unter dem Wüstensand wohnen die Raketenwürmer, wie sie in einem anderen Film heißen, also die spicefressenden Riesenkreaturen. Und die hören jede Vibration. Das heißt, wenn ihr auf diesem Wüstensand lauft, dann seht ihr so eine Wurmanzeige. Und wenn ihr Pech habt, dann kommt dieser Wurm, gräbt sich unter euch und bricht aus dem Wüstensand raus und frisst euch einfach weg und ihr verliert alles, was ihr bis dato gesammelt habt. Und das ist wirklich geil. Es ist komplett bedrohlich, dieses Gefühl, fuck, der Wurm kommt, ich muss mich auf Gestein retten. Das funktioniert wirklich. Man ist direkt drin in dieser Welt und ich liebe ja sowieso dieses Setting. Ich habe die Bücher gelesen, natürlich auch die Filme geguckt und ich habe direkt das Gefühl, ja Mann, das ist der Wüstenplanet, wo ich hier reingeworfen wurde. Und dann gibt es natürlich Missionen zu Beginn, die ihr machen müsst. Dann kommen erstmal die Basics. Ihr habt Durst, dann gibt es so Pflanzen,
die ihr nutzen könnt, um euren Wasservorrat aufzufüllen. Und dann könnt ihr sehr viel looten, wie das halt bei Survival-Spielen ist. Es gibt unterschiedliche Ressourcen. Metalle von zum Beispiel abgestürzten Helikoptern oder liegen gebliebenen Fahrzeugen. Ihr könnt Gestein sammeln, Pflanzen sammeln. Und dann könnt ihr eben Sachen craften. Zu Beginn könnt ihr doch nicht so viel. Dann gibt es Erfahrungspunkte, mit denen könnt ihr dann leveln und euch eure Crafting-Optionen erweitern. Zum einen sind das natürlich Gegenstände, Waffen, Verbandszeug, solche Sachen. Aber später dann auch so architektonische Dinge. Ja, ihr könnt dann ja auch Häuser bauen, kommen wir gleich noch zu. Und dann bekommt ihr natürlich Missionen und dann seht ihr erstmal Gegner, dann müsst ihr Gegner besiegen. Am Anfang habt ihr nur so Nahkampfwaffen und lootet die dann und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Das Ganze ist sowohl im Singleplayer natürlich möglich, als halt auch im Multiplayer. Wenn ihr eine Bande habt, mit der ihr zusammenspielen wollt, könnt ihr euch auf dem Server treffen und gemeinsam loslegen. Ja, und dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr halt anfangen könnt, eure Basis zu bauen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ja liebe. Ja? Das mache ich ja immer sehr gerne. Und dann hast du schon gespielt oder woher die Infos, fragt der Chat. Ja, ich habe gestern gespielt. Ich habe gestern, weiß nicht wie lange, Stunde fast oder so, habe ich gezockt. Das ist alles meine eigene Erfahrung, die ich euch jetzt hier schildere. Genau. So, dann fangt ihr an, eure Base zu bauen. Und da bin ich natürlich als erfahrener Basebau-Fuchs. Hallo? Glasscheibe hier, die Leute winken mir zu, denken, ich bin ein Superstar. Genau. Und da ist immer die Frage, wie ist der Basebau? Macht das Bock? Und es macht Bock. Weil ich habe mir direkt in so einer Felswand, also es sind dann ja überall so ein bisschen wie die Rocky Mountains, ne, sind da überall so in den Wüsten, dann diese Felsformationen, wo dann auch im Film diese Katakomben sind, wo die Fremen ihr Wasser aufbewahren, wo die da ihre Camps haben, also in diesen Felsformationen, so ist es auch im Spiel. Und dann könnt ihr eure Base so auch, wenn ihr wollt, so an diese Felswand ranbauen. Und Klassiker, ne, baut ihr erstmal so eckig eure Fundamente. Und auf die Fundamente könnt ihr dann euer Haus errichten mit Türen, Fenstern, Landeplattform für Helikopter und so weiter. Und ihr könnt dann aus verschiedenen architektonischen Stilen wählen. Es gibt natürlich die Fraktionen, halt die Hakon, die Atreides und die haben alle unterschiedliche Architektur. Könnt ihr euch also entscheiden, wie soll meine Base aussehen? Und dann könnt ihr die erstmal bauen. Und das ist ja schon mal ein Aspekt, der einfach auch immer Bock macht, sich eine richtig geile Base zu bauen. Und dann gibt es überall in dieser Welt natürlich so Gegnercamps, mal kleinere, einfach nur so in einer Felsnische mit einem Lagerfeuer, wo dann vielleicht so zwei, maximal drei NPCs wohnen. Und dann gibt es aber auch große, komplexe Gebäude, die ihr dann einfach raiden könnt. Na, dann könnt ihr dort irgendwo euch Zutritt verschaffen und dann säubert ihr das erstmal von den Gegnern. Und dann könnt ihr da looten. Aber es gibt auch eine geile Mechanik, die einfach komplett Dune-mäßig ist. Flüssigkeit ist nämlich super wichtig. Und ihr könnt, wie im Film auch oder wie im Buch auch, den Gegnern ihr Blut entziehen. Das heißt, ihr habt da so eine Spritze, die jagt ihr dann in den leblosen Körper, saugt ihnen das Blut aus und dann könnt ihr in der Basis so einen Umwandler bauen, der dann aus diesem Blut Wasser produziert. Und dann könnt ihr dieses Wasser mitnehmen und trinken, weil Wasser ist das Wichtigste. Und so werdet ihr natürlich dann peu à peu immer besser gerüstet sein fürs Überleben in der Wüste. Wie gesagt, zu Beginn ist es wirklich erstmal total schwierig, wenn ihr da reingeworfen werdet. Und ihr levelt auf, ihr bekommt mehr Fertigkeitenpunkte, ihr erweitert euer Crafting-Portfolio. Irgendwann lauft ihr dann mit Pistolen oder Gewehren durch die Gegend. Und es macht echt Spaß, dann mit den Gewehren so diese ganzen Gegner-Camps auszuräuchern und da ein bisschen taktisch ranzugehen. Und wie gesagt, ihr könnt das alleine machen, ihr könnt das eben aber auch mit einer Bande machen. Und dann, wenn ihr ein gewisses Level habt, einen gewissen Fortschritt erzielt habt, dann könnt ihr auch in so eine Art Hub kommen, in eine Hub-Welt. Und dort sind dann alle möglichen Spieler. Und von dort aus könnt ihr dann in verschiedene Bereiche fliegen. Was ist dann eher schon so Mid- und High-Level-Content? Ne? Zu Beginn habt ihr so einen Abschnitt, sage ich mal, da, ich glaube, es waren auf 60 Spielende, glaube ich, begrenzt erstmal dieser Abschnitt. Und wenn ihr dann in dieses Hub kommt, wo ihr dann, wie gesagt, noch in andere Welten gehen könnt, da, ich glaube, es ist 100 derzeit das Limit, 100 Spielende, glaube ich. Kann aber auch sein, dass sich das dann noch verändert und dass es vielleicht auch mehr werden, aber es kann halt auch voll werden. Und ihr könnt dann sowohl PvP machen, also Player vs. Player gegen andere Leute, könnt Raids machen, könnt Basen raiden,
Oder ihr habt eben PvE, ne? Also diese beiden Aspekte. Und da sind dann natürlich auch NPCs, ihr könnt sozusagen ja, Quests annehmen oder auch so Verträge. Es gibt so Contracts, die findet ihr entweder vielleicht von einem NPC oder ihr könnt die auch in der Welt finden. Ich habe gestern, als ich so ein Lager gelootet habe, so eine Kiste geöffnet und da war dann so ein Contract drin und da steht dann, liefere vielleicht eine bestimmte Anzahl von irgendeinem Material an den Auftraggeber. So, ne? Das sind so Quests, die ihr dann auch verfolgen könnt. So, und ein Highlight war gestern für mich auf jeden Fall auch die Fahrzeuge. Ich konnte so diesen kleinen Wüstenbuggy fahren. Hab erstmal einen schönen Donut in den Wüstensand gemacht. Aber es gibt eben auch, und seien wir ehrlich, das wollen wir alle machen, diese Ornicopter, diese ganz charakteristischen Fluggeräte aus der Dune-Welt, die so ein bisschen aussehen wie eine Libelle. Und die könnt ihr euch craften, wenn ihr ein bisschen gespielt habt. Das ist nicht direkt in Minute 5 möglich. Ihr müsst natürlich euch das erstmal verdienen, diesen Ornicopter auch bauen und fliegen zu können. Und wenn ihr den dann habt, dann steigt ihr da rein und ihr fliegt dann über diese Wüstenwelt. Und das ist einfach geil dann. Und dieses Geräusch auch. Dieses ganz ikonische Flügelflattern dieser Fluggeräte. Ja, und dann paced ihr da über diese Welt und könnt dann überall landen, wo ihr wollt. Könnt gucken, okay, wo sind die gegnerischen Stellungen, Siedlungen, Stützpunkte. Und könnt dann irgendwo da landen und dann pirscht ihr euch hin und räuchert das alles aus. Also das macht schon eine Menge Spaß. Und die Welt ist natürlich auch ein Stück weit der Star, ne? Also wenn ihr Dune mögt, sei es, weil ihr die Bücher schon gelesen habt oder weil ihr durch die Neuverfilmung jetzt Fans geworden seid, dann habt ihr hier eine Möglichkeit, wirklich über einen langen Zeitraum in diese Welt abzutauchen. Zur Story selbst, die ist nicht an die Bücher oder die Filme gekoppelt. Also es gibt zwar die Lizenz, aber ihr werdet jetzt nicht in die Zeit von Paul Atreides gesetzt und spielt da die Geschehnisse nach, die sich im Buch entfalten, sondern das ist einfach losgelöst von den Charakteren, die ihr kennt. Also die laufen da nicht rum, aber die Welt ist es eben. Und dann gibt es natürlich, wie habe ich ja gesagt, die altbekannten Fraktionen, ne, die zum Beispiel klar, die Hakon und die Atreides sind natürlich die wichtigsten Häuser, die sind halt verfeindet und die bekämpfen sich dann auch gegenseitig. So, jetzt versuche ich mal vielleicht schon so ein paar Fragen von euch zu beantworten. Gucken, was ihr so schreibt. Gibt es Klassen oder Skills? Ja. Also auf jeden Fall jede Menge Skills in unterschiedlichen Kategorien, wo ihr dann Erfahrungspunkte sammelt. Und die gebt ihr dann aus. Und dann gibt es halt ein Skilltree, wo ihr dann, wie gesagt, Sachen freischaltet. Ob das jetzt eine Waffe ist zum Beispiel oder ob das jetzt Crafting-Items oder halt architektonische Dinge sind oder so. Also das ist auf jeden Fall recht komplex, die ganzen Skilltrees. Wie wird das gemacht, dass es nicht überfüllt wird durch die Bauten der Spieler, weißt du da was? Also erstmal sind die Level ja begrenzt, wie viele Leute darauf kommen. Und dann ist es so, dass ihr, wenn ihr eine Basis bauen wollt, so ein kleines Hub-Kästchen, wenn ihr so wollt, in die Erde setzt. Und dann habt ihr so einen Radius. Und innerhalb dieses Radius dürft ihr bauen. Das ist dann euer Gebiet und niemand anderes kann da bauen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch nicht auf eine Gegner-NPC-Base einfach dann euer Gebiet claimen und dann auf der Base bauen oder sowas. Ihr müsst ja auch immer gucken, dass ihr ein Gebiet findet, das zum Bauen freigegeben ist, weil da jetzt nicht gerade irgendwas anderes schon ist. Und dann könnt ihr da eure Base bauen. Und jemand anderes kann dann nicht direkt quasi in euer Territorium und da auch irgendwas machen. Wir haben natürlich nach dieser Präsentation, gleich wie gesagt um 12, also in 6 Minuten, gucken wir uns gemeinsam hier die Präsentation an, die hier im Kino läuft. Es kommen ja auch ab und zu mal neue Leute dazu, deswegen sage ich das jetzt einfach nochmal. Gleich um 12 läuft hier im Kino, ich bin ja in diesem Vorführraum und direkt vor mir ist das Kino. Da läuft dann eine Präsentation, da werdet ihr ganz viele neue Sachen sehen können und wenn ihr dann Fragen habt, merkt euch bitte die Fragen, weil direkt im Anschluss habe ich jetzt einen Entwickler zu Besuch und dann können wir wirklich schön den löchern mit Fragen. Also bewahrt euch das gleich auf, weil der kann das viel besser beantworten als ich. Ich laufe natürlich dann auch Gefahr, vielleicht jetzt nicht, dass ich irgendwas falsch wiedergebe oder irgendwas falsch in Erinnerung habe oder so, deswegen immer besser den Entwickler selbst zu Wort kommen zu lassen, das machen wir gleich.
Wie viele Leute pro Server hatte ich, glaube ich, gerade schon beantwortet. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, das Startgebiet ist, glaube ich, auf 60 Leute begrenzt. Und wenn ihr dann über die Hub-Welt geht, in die anderen Welten rein, dann wird das nochmal erweitert. Ich meine, es waren 100, vielleicht sind es sogar noch mehr, aber das können wir gleich den Entwickler nochmal fragen. Aber auf jeden Fall ist dann in diesen weiteren High-Level-Welten, da ist mehr Platz dann auf jeden Fall. Spielst du das jetzt auch an? Ich spiele es jetzt leider heute nicht selber an. Ich habe es gestern gespielt, um euch heute davon berichten zu können. Und wir gucken jetzt aber gleich diese Präsentation. Und da werdet ihr sehr viel auch vom Gameplay natürlich sehen. Das Ganze wird auch kommentiert. Also ich halte mich dann ein bisschen zurück. Wenn ich irgendwas einfügen möchte noch, melde ich mich zu Wort. Aber ansonsten lasse ich jetzt gleich die Präsentatoren einfach erzählen, ja, weil die wissen das alles. Und wie gesagt, merkt euch dann gerne, wenn ihr Fragen habt, und ballert die dann gleich im Chat, wenn der Entwickler da ist. Kann man selbst tauchen wie ein Sandwurm, vielleicht mit einer Maschine? Nee, das habe ich noch nicht gesehen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist in den Büchern auch nicht so, im Film ist das auch nicht so. Also es gibt keine Sandtauchglocke oder so. Aber was es halt gibt ist, habt ihr auch im Trailer gesehen, diesen Klopfer. Ne? Ihr könnt im Wüstensand einen Klopfer aufstellen. Das ist dann so ein Gerät, was immer so ein Geräusch in den Wüstenboden klopft, und das lockt dann die Würmer an. Das kann man machen, entweder um sie abzulenken, weil man dann vielleicht in eine andere Richtung läuft oder so, oder, also zumindest ist es in den Büchern so, es wird wahrscheinlich im Spiel nicht so, werde ich auch gleich mal fragen, würde mich sehr wundern, aber ich glaube, es ist im Spiel nicht so. Die Fremen, die können ja sogar die Raketenwürmer reiten. Ne? Also die rufen die mit diesen Klopfern, dann kommen die hoch, dann springen die auf die Raketenwürmer und verhaken so Wurfhaken einfach in diesen Chitinplatten da oder was das ist von den Würmern, und dann können die so lenken und so. Das wird es im Spiel nicht geben, glaube ich zumindest, würde mich überraschen, aber diese Klopfer sind natürlich wichtig, um vielleicht die Würmer, man kann ja vielleicht auch, weiß nicht, ob das geht, jetzt denke ich schon ans Raiden, aber wenn ich jetzt eine Gegnerbase raide, vielleicht könnte ich dann auch in der Nähe von dieser Base so einen Wurm rufen oder so, um für eine Ablenkung zu sorgen oder irgendwas, keine Ahnung, der wird es sicherlich alles irgendwie dann im Spiel möglich sein. So, kommt Dune nur für den PC? Nee, ich meine, das kommt auch für Konsolen. PS5 auch und Xbox, ne? Genau. Also, kurz nochmal mich rückversichert. Also es kommt auch für PS5 und Xbox. Also könnt ihr auch auf den Konsolen spielen. Genau. So, jetzt habe ich irgendwas vielleicht noch vergessen. Jetzt geht es nämlich gleich los, bevor wir gleich die Präse gucken, was ich euch noch Geiles erzählen wollte. Genau, man kann klettern, also man kann sehr gut Free-Climbing auch. Das heißt, ihr habt so einen Ausdauerbalken und könnt dann so auch sehr vertikal auf diese Felsformation hochkraxeln. Und da braucht ihr dann nicht direkt einen Chopper für oder so, sondern ihr könnt dann auch wirklich erkunden auf diese Dinger rauf. Und es ist am Anfang wirklich so, wenn ihr da reingeworfen werdet, es ist so erbarmungslos, weil allein die Sonne, ne, die Sonne brennt auf euch runter und ihr müsst die ganze Zeit im Schatten bleiben, solange ihr noch keine passende Ausrüstung habt, sonst verkohlt ihr direkt. Das ist wirklich, man muss genau gucken, okay, ich renne von Schatten zu Schatten, wie weit ist jetzt der eine Felsen von dem anderen entfernt, ich muss über den offenen Wüstensand. Und dann, fuck, da ist die Sonne, da kommen die Würmer an, das ist wirklich bedrohlich. Und fängt das total ein, diese Unwirtlichkeit dieser Welt. Und dann das nächste geile Element sind halt die Sandstürme. Das kennt ihr auch natürlich aus den Filmen, es gibt diese kolossalen Sandstürme. Und das war bei mir zum Beispiel, ich war auf so einem Felsen drauf und dann war eine etwas höhere Felsnadel und dann so ein kleiner Bogen, der dann so offen war, und dann kam auf einmal dieser Sandsturm über mich gefegt. Ich habe mich so in diesen Felsen gekauert und der brach so durch, und diese Geräuschkulisse natürlich dann über Kopfhörer. Das ist wirklich dann mega geil, wie der so an einem vorbeibraust. Und dann habe ich einmal einen Schritt zu weit von meinem schützenden Stein in den Sandsturm reingemacht und hat mich direkt schwer beschädigt, sag ich mal. Also die Gefahren der Natur, gerade zu Beginn des Spiels, sind wirklich sehr, sehr spürbar. Ich guck mal, weil es jetzt eigentlich gleich losgehen soll. Ich kann euch mal so ein bisschen zeigen,
Das hier ist der Kinosaal. Ihr seht da so ein paar Köpfe von Leuten, die jetzt noch Platz nehmen. Und wie das halt so ist, ne, auf der Messe, da wird gewartet, bis alle sitzen. Und dann geht die Präsentation gleich los. Dann haben wir auch einen... Das hier ist dann das Bild, was jetzt hier gerade noch zu sehen ist. Das werde ich euch dann gleich reinmachen. Die letzten Leute nehme ich nochmal wieder mit rein. Aber ich sehe es tatsächlich über die Kamera auch besser, wenn es da losgeht, weil ich muss hier mal meinen Kopf recken. Aber die kommen jetzt hier alle rein. Komm, ich zeige euch das mal. Kriegt ihr ein bisschen Gamescom-Feeling. Vielleicht ganz lustig. Das ist halt so, wenn ihr auf der Gamescom selber seid, dann seht ihr natürlich überall diese großen Stände. Und da kann man sich meistens halt anstellen und was auch anspielen bei vielen Titeln. Und dann gibt es ja immer so noch die Eingeweide dieser Stände sozusagen. Und da ist es halt manchmal so, dass es halt Präsentationen gibt, die man auch als regulärer Besucher, nicht nur als Pressevertreter besuchen kann. Dann gibt es halt eine Anzahl Plätze, dann geht man rein, guckt sich's an, geht wieder raus und die nächsten kommen rein. Und so sieht das halt hier aus. Das sind halt diese ganzen Sitzreihen, ist wirklich wie ein Kino. Die Leute durften jetzt alle rein, suchen sich jetzt alle Plätze. Und dann beginnt hier gleich die Präsentation. Und nochmal, es sieht so geil aus, dieses Spiel auf der Leinwand. Es ist natürlich wirklich wie im Kino, du hast halt schwarz überall, also fetten Kontrast und dann auf der Leinwand dieses geile bunte Spiel und das wirkt halt so cool, dass ich wirklich überlege, ich nehme einen Kredit auf und baue mir ein eigenes Kino, weil man will eigentlich Medien gar nicht mehr anders konsumieren als so. Es sieht wirklich einfach geil aus. Genau. Wird es die Präsentation nachher auch als VOD geben? Das kläre ich nochmal, inwiefern ich das hochladen kann. Das muss ich mir einmal nochmal absegnen lassen. Das kann ich denen noch nicht gerade sagen. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau. So, ihr habt schon das Popcorn, genau. Gönn dir ein Laser-TV plus Leinwand, dann hast du ein Heimkino. Ja, sowas, ne? So, ich glaube, es geht langsam los. Ich schalte schon mal so rein. Ihr seht, da sind, glaube ich, schon die Präsentatoren zu sehen. Wir wollen ja nichts verpassen. Mein Gesicht kennt ihr jetzt ja schon. Außerdem habe ich ja gerade erzählt, der Alterungsprozess setzt ab 44 rapide ein. Deswegen müsst ihr mich nicht dauerhaft sehen. Ihr will mich schon beim Zerfall beobachten. So, ich glaube, es geht jetzt los. Ich schalte mal rein in die Kinoansicht und werde jetzt auch mal die... da bin ich, ja, genau, danke. Ich kann mich mit dazu schalten. Und jetzt seht ihr mich doch. Und jetzt werde ich aber die Kommentatoren zu Wort kommen lassen. Ich unmute die Freunde mal. Falls es zu laut sein sollte, bitte schreien, dann müssen wir es neu abmixen, weil ich nicht genau weiß, wie das Mikrofon jetzt eingestellt ist. Und ihr seht jetzt genau das gleiche wie die Leute im Kinosaal sozusagen auf der Leinwand. Und ihr müsstet sie eigentlich auch hören. Ich hoffe, ich höre die dann auch. Natürlich super, dass ich den Sound hier auch raufkriege, sonst kann ich natürlich gar nichts dazu sagen. Oh, hier gehen schon die ersten Hände hoch, da kommen schon Fragen. Versuche mich mal ein bisschen kleiner zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, bin natürlich hier nur zu Gast und habe das hier nicht gebaut, deswegen glaube ich nicht, dass ich mich selber kleiner kriege tatsächlich. Ich befürchte, ihr müsst mich so akzeptieren, okay, wie ich bin. Okay, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Dune Awakening Gameplay-Präsentation hier auf der Gamescom 2024. Ich entschuldige mich schon mal für mein Deutsch, obwohl der Anfang war eigentlich ganz gut. Aber mein Deutsch ist ein bisschen rostig, aber wir versuchen es, das geht schon. Gleich mal vorstellen hier, das ist Mario. Das ist einer unserer Associate Art Directors at Funcom. Ich bin Natascha, Senior Global PR Manager at Funcom. Und wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten Zeit, um euch ein bisschen über das Spiel zu erzählen. Wir erklären euch etwas über die Grundlagen des Spiels, weil Dune Awakening ist natürlich ein Open World Survival MMO. Es ist ein sehr komplexes Spiel, hat sehr viele Aspekte und Mechanismen. Aber wir können natürlich nicht alles jetzt vorstellen heute. Noch ein kleiner Disclaimer, wir haben ein Beta-Build hier, also das Gameplay, das ihr seht, ist von einem Beta-Build. Es ist nicht fertig, es ist noch immer unter Entwicklung, also ihr seht hier etwas, das zum Teil noch nicht voll polished ist, sozusagen. Und auch die Kampfszenen sind ein bisschen langsamer gespielt, als man jetzt als ein Spieler machen würde, einfach, dass wir darüber kommentieren können. Das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Okay, dann springen wir gleich rein. Okay.
Geht los. Nochmal die Entschuldigung, ich weiß, ja, mein Bild ist sehr groß. Da geht es auch schon gleich los mit der Intro-Sequenz und unserer Charaktererstellung. Wie ihr seht, auf der rechten Seite gibt es natürlich verschiedene Presets, aus denen ihr auswählen könnt, wenn euch das so mit dem Charaktererstellen nicht so liegt. Wenn es aber euer Ding ist, könnt ihr natürlich auch diese komplett customizen oder halt auch von Anfang an komplett euren eigenen erstellen. Es war uns natürlich sehr wichtig, dass ihr den Charakter erstellen könnt, der euch gefällt und mit dem ihr euch auch identifiziert. Hier könnt ihr natürlich auch das Alter einstellen, dementsprechend verschiedene Hautstrukturen, Knochenstrukturen und sämtliche Features mit, zwischen natürlich Augen, Mund und Nase in dem Sinne quasi ändern. Also alle Fragen, die euch im Laufe des Streams jetzt der Präsentation einfallen. Wie gesagt, das ist natürlich gleich. Hier nur ein Beispiel-Charakter. Und das ist auch alles eine Frage von eigenem Geschmack. Mit, ich glaube, mit Mario, gesagt, der auch gerade redet. Jede Menge Möglichkeiten hier wirklich euch frei zu entfalten. Und dann könnt ihr all die Fragen stellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch selbst erstellen. Für verschiedene Bemalungen und Tattoos. Und ihr könnt auch das Alter des Tattoos bestimmen. Eyeliner natürlich. Und Make-up im generell. Und natürlich ihr Lippenstift. Und verschiedene Glanzstufen für den Lippenstift, wenn ihr das möchtet. Da kann man natürlich wieder Stunden drin versenken. In ja, und dann geht es natürlich an die physischen Eigenschaften, also wie groß euer Charakter sein soll, dick, dünn, was auch immer. So wie man es aus anderen Spielen auch kennt. Und im Sinne der Demo natürlich haben wir jetzt einfach einen Standard-Charakter hier, den männlichen, ausgewählt. Und wenn ihr damit fertig seid oder mit euren Selektion sozusagen glücklich seid, dann gibt ihr nur noch den Namen ein und dann geht's auch direkt los. Have they told you what I am? Then I will sift your words for lies. Let's begin. Ich schätze mal, sie müsste eine Bene Gesserit sein. Und natürlich für die Dune Lore bekannt, die Reverend Mother spielt eine große Rolle und sie hilft uns hier, den Hintergrund des Charakters zu bestimmen. Also aus welchem Planeten man stammt, welcher Kaste man angehört. Und sämtliche eurer Entscheidungen hier, die ihr trefft während des Dialogs, wirken sich dann auf das spätere Dialogsystem im Spiel natürlich aus. Und hier wählt ihr euren Mentor aus oder eure Klasse sozusagen. Aber das dient mehr als Preset, Einstiegspreset für das Spiel. Das heißt, ihr seid nicht daran gebunden jetzt. Ihr könnt das später komplett alles ändern. Der Test ist fast komplett. Habt ihr die Wahrheit gesprochen? Jetzt, wie auch sehr bekannt, mit der Stimme wird der Spieler an sie gezogen und dem ultimativen Test unterzogen. Und er muss seine Hand in die Painbox legen und sie benutzt dann auch den Gonjabar. Das kennt ihr natürlich aus den Filmen und aus den Büchern. Paul Atreides musste diesen Test machen. Plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen are missing. You will go to Arrakis. So, die Geschichte, die wir im Spiel haben und durch die ihr spielen könnt, ist sehr spannend. Und aus diesem Grund überspringen wir hier ein paar Szenen, weil wir hier nicht zu viel verraten wollen. So, wie gesagt, wir haben hier ein paar Szenen übersprungen und wachen nun, oder unser Charakter, wacht nun in dieser mysteriösen Höhle auf. So, Survival-Spiele haben ein bisschen einen Ruf, dass die den Spieler gerne ins kalte Wasser werfen und nicht zu viele Erklärungen geben zu Beginn des Spieles oder zu Beginn eines Spieles. Wir haben hier ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, den wir quasi so als Anleitungsbereich brauchen und den Spielern ein bisschen die Grundlagen und Sachen des Spiels erklären. Sieht nice aus, oder? Man sieht hier auch, der Charakter ist hier umgeben von mumifizierten Fremen. Man sieht auch Fremen-Symbole auf den Wänden. Das ist wichtig für die Geschichte, aber wir wissen natürlich nicht, wo wir hier reingestolpert sind.
So, als wir nur unseren Weg hier durch die Höhle finden, werden wir auch gleich einen sehr wichtigen Gegenstand hier sehen. Das ist das Fremdkit. Oder ein Fremdkit. Das ist natürlich der Rucksack, den die Fremen brauchen, um in der Wüste zu überleben. Und dem Spieler dient das auch als Rucksack. Der ist im Moment noch leer, aber der wird sich dann über die Zeit auch füllen, als man sich, wenn man sich das Spiel bewegt. Und hier können wir dann auch gleich mal ein Scrap Metal Knife machen. Man kann halt grundlegende Gegenstände aus dem Inventar herstellen. Und dann brauchen wir das Messer auch mal gleich, um dieses Siegel zu zerschneiden. So, ein Missverständnis, das einige Leute haben, speziell die Leute, die vielleicht nur die Filme gesehen haben, die denken, dass Arrakis komplett unfruchtbar ist. Dem ist aber nicht so. Also für die, die die Bücher kennen, die wissen auch, dass man auf jeden Fall Pflanzen finden kann in schattigen Bereichen oder in Höhlen wie hier. Und wir sammeln hier auch gleich ein paar Pflanzenfasern ein und benutzen die, um ein paar Verbände herzustellen aus dem Inventar. Was hab ich? Also ich und diese Verbände brauchen wir natürlich auch gleich, um uns ein bisschen zu heilen. Quasi erst danach. Jetzt haben wir auch unseren Ausdauerbalken hier zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt auch klettern. So, für die vielleicht Conan Exiles kennen, wir haben das Conan Exiles Klettersystem übernommen. Das heißt, ihr könnt frei klettern, fast auf jeder Oberfläche. Wir haben das System aber auch ein bisschen erweitert. Also wir können dann oder ihr könnt dann zum Beispiel die Bewegung oder Klettern mit Fähigkeiten und mit Gadgets verbinden. Wir sehen dazu ein Beispiel später. Wir bespringen jetzt noch mal ein paar Szenen hier und landen dann im Spiel selber in der Wüste. Da habe ich angefangen. Das war der Part, an dem ich gezockt habe. Und natürlich die absolut wichtigste Regel auf Arrakis ist: Bleib nicht zu lang auf dem offenen Sand, weil der Sand wird immer kommen, auch wenn es hier nur ein kleiner ist. Ja, das war nur ein kleiner. Nun laufen wir hier zu dieser Felseninsel. Ihr seht jetzt auch diesen blauen Balken, das ist quasi euer Wasserreservoir, euer Vorrat. Und dann seht ihr diesen weißen Balken, das ist euer Hitzemeter. Solange ihr euch in der Sonne befindet, wird er sich auffüllen. Und wenn ihr in den Schatten geht dann deine wieder zurück. Also wir haben völlig dynamisches System hier mit Schatten und Hitze oder Sonne. Ich glaube, ihr hört mich noch. Und ihr seht dann auch hier diese kleinen Pflanzen. Ihr könnt die rauchen, um das Wasser wieder etwas aufzufüllen, aber bloß ein Drittel des ganzen Meters hier. Weil ihr könnt halt nicht so viel von diesen Pflanzen verschlucken, weil es wird euch dann übel. Ich lasse mich mal ganz kurz ausgeblendet, damit ihr das Interface sehen könnt, weil das und jetzt schon wenn wichtig der ganze, ist. Wenn die ganze Hitze, wenn der Hitzemeter ganz rot wird, dann bekommt ihr einen Sonnenstich. Das heißt, das Wasser geht dann viel schneller runter. Wir sind jetzt, oder Dune Awakening ist in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt. Das heißt, ein bisschen anders als von den Filmen und den Büchern. Das heißt, die Harkonnen und die Atreides sind immer noch auf dem Planeten und die bekämpfen sich noch immer. Das ist auch der Grund, dass ihr dann hier ab und zu solche Metallüberbleibsel finden könnt. Wir haben jetzt gerade den Cutteray gesehen. Mit dem könnt ihr Sachen natürlich zuschneiden und dann die Materialien einsammeln. Hat auch einen speziellen Modus, der euch dann zeigt, wo die schwachen Stellen sind. Wie hier die blauen Linien, den könnt ihr dann folgen. Das ist dann mehr effizient. Also effizienter dann so zu quasi die Sachen einzusammeln. Dann hat das Beiß natürlich eine wichtige Stelle im Spiel. Und einfach Arrakis hat einen ziemlich wichtigen Einfluss auf den Charakter auch. Ihr seht, dass jetzt hier etwas geschieht. Das heißt, unser Charakter wird mit Spice bewältigt. Aber dazu verraten wir noch nicht mehr. Ja, NPC-Basen. Hier sehen wir einen Harkonnen Trooper sozusagen, der eine NPC-Basis gefunden hat und mit seinem Fernglas erstmal ein bisschen auskundschaftet. Hier könnt bestimmte Gegner markieren und auch Points of Interest. Und hier gleitet er mit seinem Suspenser-Belt langsam runter. Den könnt ihr auch kombinieren mit dem Sugarwire Claw, sozusagen wie ein Grappling Hook. Und das finde ich geil. Und relativ schnell von A nach B oder bestimmte Höhenunterschiede erklimmen. Das macht, glaube ich, richtig Spaß, diese Mischung aus diesem Jetpack und dem Grappling Hook. Schaut erstmal, wo er in dem Sinne quasi in dieses Camp einsteigen kann und sehen kann, was er da holen kann. Und natürlich braucht er eine Waffe, das heißt, er baut sich erstmal eine der Einstiegswaffen, eine Mauler Pistol. Das ist eine federbasierte Pistole.
Das heißt, wer die Lore kennt so ein bisschen von Dune, weiß, dass die Gegner natürlich Schilde besitzen. Und diese Schilde können nur mit langsamer Munition oder langsamen Projektilen sozusagen durchdrungen werden. Und aus diesem Grund haben wir diese Dart-basierten Pistolen. Genau. Haben natürlich nicht alle so ein Schild. Das haben eher die reichen, mächtigen, wichtigen Krieger. Hit-Detection ist natürlich für uns wichtig. Das heißt, je nachdem, welches Körperteil ihr trefft, also gezielt ihr natürlich nur auf den Kopf, um sehr effektiv zu sein. Aber ihr könnt auch anders vorgehen, wenn ihr wollt. So eine Base habe ich auch geradet. Man kann da ganz unterschiedlich rangehen. Ne? Ich hatte dann schon, weil ich quasi meinen Rucksack dann später vollgemacht bekommen habe mit Mid- und End-Level-Stuff, hatte ich schon eine Sniper-Rifle und ich habe dann die Base mit der Sniper-Rifle auseinandergenommen. Und hier seht ihr beide Kombinationen, also ihr könnt sehr schnell von A nach B springen und eine geilen größere Übersicht über das Schlachtfeld gewinnen oder aus einer brenzligen Situation halt ja, entkommen. Einmal heilen. Und natürlich die gute alte Handgranate, die immer sehr effektiv ist. Und davon haben wir natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Typen. Und hier sieht man einen anderen Archetypen sozusagen von Gegner, der halt mehr der Nahkämpfer ist und versucht, den Spieler unter Druck zu setzen und sehr nah an ihn ranzukommen. Ja, und jetzt springen wir zu einer anderen Spezialisierung, dem Schwertmeister. Und wie der Name schon sagt, hat er ein Schwert und ist mehr der Nahkämpfer. Und benutzt gleich den Knee-Charge, um an den Gegner ranzuspringen und mit dem Knie direkt in sein Gesicht. Besonders kann auch in Repost sozusagen, also ein Pariersystem, mit dem er quasi den Schaden von anderen Nahkämpfern aufhalten kann. Er ist als Nahkämpfer natürlich so ein bisschen den Fernkämpfern unterlegen von Weitem, aber er hat natürlich Fähigkeiten, mit denen er das kompensieren kann und sehr, sehr schnell an den Gegner ran kann. Und ja, hier sind zwei Freunde unterwegs gerade. Unser Hauptspieler. Einer Sakon, der wählt gleich seine Mentat-Fähigkeiten, die Schlachtfeldberechnung, aus, mit denen er sozusagen die Umgebung scannen kann. Und man sieht bei seinem Mitspieler auch so Symbole jetzt plötzlich auftauchen, die genau zeigen, welche Waffe, Munition und Fähigkeiten er benutzt. Eine Drohne. Und hier setzt er einen Hunter-Seeker ein, das ist sozusagen eine Stealth-Tötungswaffe, ja, mit der man sich ranschleichen kann an Gegner und die lautlos töten kann. Auch in den Büchern und Filmen, meine ich, ist das auch dargestellt. Gibt es so eine Szene mit Paul Atreides? Der Charakter besitzt auch, also dieser hier, besitzt halt eben auch eine Fähigkeit, um durch Wände zu sehen. Das heißt, er kann seinen Mitspieler warnen und ihm sozusagen sagen, was noch kommt. Und hier sieht man den DBNO-State beim Gegner. Das heißt, man kann ihn halt eben nicht auch gleich komplett töten, sondern er krabbelt dann auch ein bisschen eventuell rum. Und Mitspieler oder beziehungsweise Teammates von dem NPC oder andere Gegner können ihn auch wiederbeleben. Das gleiche gilt auch für Spieler. Ja, Exsanguination, also Blutextraktion, ist eins unserer Features hier auch. Nach einem großen Kampf habt ihr natürlich jede Menge Leichen rumliegen. Und die Leichen dienen natürlich nicht nur dem Sinne von Loot, sondern ihr könnt auch Blut extrahieren. Und das funktioniert folgendermaßen: Ihr habt so kleine Beutel, in die das Blut reinkommt. Und den Blood Extractor, den der Spieler sich gleich baut, das ist in dem Sinne eine kleine Spritze, könnt ihr euch vorstellen, mit denen ihr das Blut extrahieren könnt. Es gibt natürlich andere Tools später, mit denen ihr viel effizienter extrahieren könnt. Jetzt sucht er sich erstmal eine Leiche und sieht anhand des Symbols jetzt, aha, okay, hier kann ich ran und halt das Blut extrahieren. Und da Blut natürlich eine Flüssigkeit ist und unser Wasserbalken in dem Sinne sehr, oder Wasserstadt quasi sehr wichtig ist auch im Spiel, kann man unter Umständen auch das Blut der Feinde trinken. Da man aber natürlich kein Vampir ist, bekommt der Spieler auch gleich einen Debuff, den Bluttrinker-Debuff, der ihm sozusagen ein bisschen weniger Health gibt. Also es hat halt so einen gewissen Nachteil. Nun zu unseren Spielerngebäuden. Wir haben ein Totemsystem im Spiel, das heißt, ihr könnt eine sogenannte Subfief-Konsole platzieren. Das gibt euch dann einen Bereich, in dem ihr bauen könnt. Ihr zahlt ein bisschen Steuern an den Emperor per Konsole. Ihr seht auch hier, man platziert ein Hologramm, damit man sehen kann, wo man das dann platzieren will und welches Stück. Und dann kann man das mit Material auffüllen. Das ist das, was ich euch auch zu Beginn des Streams erzählt habe. Ein bisschen erweitert auch hier. Zum Beispiel, ihr seid am Bauen,
ihr platziert ein Hologramm und dann habt ihr kein Material mehr. Also ihr könnt das Hologramm trotzdem platzieren und ein Freund kann dann auch reinkommen und das dann auffüllen mit Material, wenn die Material im Inventar haben. Das finde ich sehr wichtig, gerade bei kooperativen Spielen. Dieses System erlaubt es dann auch zum Beispiel, ihr habt in einer Gilde eine Person, die jetzt wirklich super gut ist und beim Bauen und beim Designen von Gebäuden. Diese Person kann dann quasi das Gebäude designen in Hologramm und man kann dann das Ganze mit dem Rest der Gilde auffüllen und bauen. Das wäre dann ich und die anderen gehen immer auf Abenteuer. Wir sind jetzt so gar noch einen Schritt weiter gegangen. Wenn ihr dann ein Gebäude habt, das ihr wirklich magt, könnt ihr ein Blueprint machen quasi. Das macht dann eine kleine Kopie in eurem Inventar. Und wenn ihr jetzt umziehen wollt zum Beispiel in eine andere Zone, dann könnt ihr dann das Gebäude aus eurem Inventar quasi platzieren und dann mit Material wieder auffüllen. Finde ich eine super, super Sache. Was auch sehr cool ist mit diesem System, wenn jetzt zum Beispiel wirklich gut seid beim Design von Gebäuden, könnt ihr solche Blueprints machen und dann an andere Spieler weiterverkaufen. Oh, via geil. Dem In-Game okay, Exchange. Das ist auch Hammer. Für In-Game Solaris zum Beispiel. Also ihr könnt wirklich ein Architekt werden, wenn ihr das möchtet. Geil. Finde ich gut, dass das auch nochmal so ein bisschen aufgewertet wird, weil sonst ist es immer so, wenn ich dann zu Hause bleibe und baue. Wenn ihr eure Basis so ein bisschen mehr ausgebaut habt, die anderen ihr gleich gehen auf Raids oder so, die holen sich Erfahrungspunkte und alles und ich bin nur der Bauer. Und so kriege ich vielleicht auch ein bisschen verschiedene Maschinen, bisschen die natürlich unterschiedliche Zwecke sind. Und die Maschine, mit der gerade interagiert, ist unser Blood Purifier, mit dem man sozusagen das extrahierte Blut der Feinde in Wasser umwandeln kann. Es funktioniert vollautomatisch, das heißt, man gibt einfach das Blut ein und die Maschine wandelt es dann um. Und in der Zeit kann man irgendwas anderes machen und später das Wasser dann aufheben und es nutzen. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsbereiche, weil ich persönlich auch daran gearbeitet habe, ist nämlich die Fahrzeugerstellung. Und jetzt kümmert der Spieler sich darum, jetzt mein Einstiegsfahrzeug zu bauen und das ist das Sandbike in dem Falle. Ihr seht hier schon verschiedene Module, die man benötigt, quasi um das Fahrzeug zusammenzustellen. Seht ihr das besser? Und der Spieler geht auf einen Vehicle Fabricator zu, um quasi diese Module jetzt herzustellen. Und auf der linken Seite seht ihr die ganzen Module, die man braucht. Und man kann verschiedene Sachen gleichzeitig in Auftrag geben und auf der rechten Seite habt ihr sozusagen eine Warteschlange, die einfach abgearbeitet wird. Bedeutet natürlich, dass ihr nicht die ganze Zeit im Menü bleiben müsst oder an der Maschine. Ihr könnt einfach weggehen, was anderes machen und dann später wiederkommen. Ja, und eins der schönen Dinge ist, wenn man direkt an der Konsole dran ist, ihr seht halt ein Hologramm-Preview, was euch zeigt, an welchem Stück gerade gearbeitet wird, was ich sehr nützlich finde. Und ja, jetzt ist alles fertig jetzt und jetzt interagiert er wieder mit der Maschine und holt sich alle fertigen Teile raus. Ja, und wie jedes Fahrzeug braucht ihr natürlich irgendwie einen Grundbausatz. Das heißt, das Basismodul ist sozusagen ein Chassis. Dann kommt eine Batterie ran oder eine PSU. Dann eine Engine oder Motor. Und dementsprechend, je nachdem, ob ihr Räder haben wollt oder in diesem Fall halt ein Kettenfahrzeug, das ist ein Kettenbike. Und das System ist komplett modular, das heißt, die Funktionalität des Fahrzeugs könnt ihr ziemlich ändern später mit bestimmten Modulen, also zum Beispiel ein Boost-Modul, mit dem ihr schneller fahren könnt, oder ein Inventory-Modul, mit dem ihr halt mehr Inventarplatz habt, oder in diesem Fall halt einen Passagiersitz, um Leute mitzunehmen. Und das Coole an dem System ist, es funktioniert ähnlich wie das Building-System, das heißt, ihr könnt auch zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe ein ganzes Fahrzeug zusammenbauen, besonders später die großen Fahrzeuge. Ja, die World Events, das sind dynamisch generierte Events, die in der Welt passieren. Und in dem Fall ist es sozusagen ein abstürzendes Schiff aus dem Weltall. Und unsere beiden Freunde hier sehen das gerade und wollen mal abchecken, was es da so gibt. Und auf der linken Seite des Wracks sieht man schon, da sind so ein bisschen Überreste, Überbleibsel. Das ist aber nicht immer so. Das heißt, ihr könnt auch direkt an die Hülle rangehen des abgestürzten Schiffs und mit dem Cutter-Ray quasi Löcher reinschneiden und dort auch Materialien oder andere Gegenstände bekommen. Hier sind die beiden aber haben sehr viel Glück und bekommen hier gleich direkt eine Lootbox, wo etwas erweiterte Materialien drin sind. Und der Harkonnen-Freund nimmt seinen Cutter-Ray und schneidet erstmal die größeren Stücke klein. Wir haben natürlich auch viele Bedrohungen in der Nacht und einer davon sind die Saloka. Die sind hier bläulich, weil sie so ein Schild um sich haben.
Und die patrouillieren die ganze Zeit in der Gegend rum und halten Ausschau nach Spielern. Das sind die Spezialtruppen des Imperators. Der ist ein bisschen beschäftigt mit seinem Dew Reaper, das ist die Sichel, die der in der Hand hält, und extrahiert Flüssigkeiten aus den Pflanzen. Und er kriegt aber nicht mit, dass die Sadoka gerade da sind. Wird sofort in erspäht sozusagen und in Beschlag genommen. Und Einheiten springen vom Schiff runter und greifen die Spieler an. Nun zurück zum Sandwurm. Film, so eine ganz ikonische Szene. Wie gesagt, sollte man sich eigentlich nicht so auf der offenen so Wüste so aufhalten, aber man hat natürlich Gründe, warum man das trotzdem machen möchte. Ihr seht jetzt hier diesen roten Balken, das ist der Wurmthread sozusagen. Und das Bike macht natürlich Vibrationen auf der Oberfläche, das heißt, es reagiert natürlich. Und der Grund ist, dass diese zwei jetzt hier sind, ist der Flower Sand. Das ist mein Material, das man raffinieren kann und dann für die Herstellung von anderen Sachen verwenden kann. Also natürlich ein Grund, dass sie jetzt hier sind. Man kann es von Hand einsammeln, wie man hier sieht, oder man kann einen Sandkompakter verwenden. Der verursacht natürlich jetzt auch Vibrationen. Also man sieht das auch jedes Mal, wenn man hier schießt, sozusagen in den Sand, macht es halt Vibrationen und der Meter reagiert dann auch. Und wenn man das halt zu viel macht und zu viele Vibrationen verursacht, dann kommt er an. Macht man halt jemanden wütend. Da ist er. Der war in der Umgebung und jetzt haben die zwei bloß eine Möglichkeit, so schnell wie möglich auf soliden Untergrund zu kommen. Weil man hier ein Rennen versucht über eine Langstrecke, da wird man verlieren. Absolut, weil die sind viel zu schnell. Diese zwei haben jetzt aber mehr Glück als Verstand und die haben es gerade noch geschafft. Ansonsten wäre das ein ziemlich ekliger Tod geworden. Und ich finde es bei sowas wichtig, dass die Glaubwürdigkeit in der Welt erhalten bleibt. Wenn ihr jetzt auch ein bisschen weit im Spiel seid, könnt ihr natürlich eure eigenen Ornithopter bauen. Wir haben da verschiedene Größen, verschiedene Typen. Und das macht dann das Spiel nochmal größer für euch und die Erkundschaftung. Was ihr dann auch machen könnt, wir sind jetzt in Haga Basin, ihr könnt an den Rand dieser Karte fliegen, dann kommt ihr über die Überlandkarte. Das ist jetzt euer kleiner Ornithopter, ihr seht hier das Wasser und auch das Benzin auf der rechten Seite. Ihr könnt das frei steuern. Wir sehen auch alle die anderen blauen Punkte, das sind andere Spieler, also hunderte von Spielern, die sich hier in der Karte bewegen auch und jetzt zu einer anderen Karte fliegen. Zum Beispiel, wir gehen jetzt nach Hauko Village. Das wird vermutlich. Wir haben auch Arakin zum Beispiel im Spiel, das man dann auch anfliegen kann. Harko Village ist kontrolliert von den Harkonnen und ist ein sogenannter Player Hub oder eine Spielerzone. Hier könnt ihr euch dann mit Hunderten von anderen Spielern treffen. Ihr könnt hier ein bisschen sozialisieren, ihr könnt hier Gruppen bilden, ihr könnt Gilden bilden, ihr könnt mit NPCs reden, ihr könnt eure Solaris auf der Bank hinterlegen, ihr könnt die Geschichte weitertreiben, ihr könnt Contracts aufnehmen, unsere Quests sozusagen, ihr könnt beim In-Game-Exchange eure Sachen verkaufen oder ihr könnt von anderen Spielen kaufen. Eine ganze Reihe von Sachen. Wir haben auch kleine dynamische Events hier. Je nachdem, zu welcher Zeit ihr in der Stadt seid, geschieht da was anderes. Und ihr könnt natürlich auch euch einem Haus anschließen, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst das nicht tun. Und was passiert, wenn man stirbt, wird im Chat gefragt. Mit den Harkonnen. Kommt drauf an, wie man aber stirbt. Aber das hat dann natürlich Konsequenzen. Wenn ihr gefressen werdet vom Wurm, ist alles weg, meine ich, was ihr dabei habt. Ja, und unsere Testing Stations verliert ihr, glaube ich, nur. Das sind wie in anderen Spielen, könnt ihr euch vorstellen, einfach anteilig euer Inventory. Und unsere drei Freunde hier, die zusammen sind, fliegen mit ihren Onion-Coptern dahin und wollen erstmal sehen, was sie dort finden. Und wie es sich natürlich für eine gute Gruppe gehört, sprechen die drei sich erstmal jetzt ein bisschen ab und passen ihre Builds aufeinander ab. Also das ist hier einer unserer vielen Skilltrees, die ihr seht. Es gibt drei Hauptfähigkeiten und drei passive Fähigkeiten, aus denen ihr auswählen könnt. Jederzeit könnt ihr die ändern und umslotten außerhalb des Kampfes. Und das machen die drei hier jetzt auch erstmal und sprechen sich, wie gesagt, so ein bisschen ab und sehen, dass sie so ein bisschen effektiver kämpfen können zusammen. Und auf der rechten Seite die eine rechte Fähigkeit, den Knee Charge, den hatten wir euch vorhin gezeigt mit dem Knieangriff ins Gesicht. Jetzt springen die drei mit ihren Suspensor Bells direkt in die Testingstation und fangen mit der Erkundung an. Und für uns war es sehr wichtig, dass die Testingstation natürlich oder Testlabore sozusagen auch verschiedene Elemente beinhalten. Also jedes Labor hat in dem Sinne eine gewisse Geschichte, die passiert ist.
Natürlich gibt es dort auch Kämpfe und es gibt natürlich auch die Erkundung. Das heißt, es stellt euch doch vor, wie Labyrinthe, die in denen ihr rumlaufen könnt, und ihr könnt euch unter Umständen auch verlaufen da drin. Und die blauen Gegner, die ihr gerade gesehen habt, sind Gegner mit Schilden. Das heißt, ihr braucht auch die dementsprechenden Waffen, um diese Schilde zu durchdringen. Und jetzt sieht man langsam so ein bisschen mehr den Einsatz von verschiedenen Fähigkeiten und Waffen. Und wie den Schildwall, der gerade aufgestellt hat, der natürlich eine gewisse Deckung bietet. Aber unser Freund mit dem Flammenwerfer kann auch dadurch und schön seine Gegner brutzeln. Und jetzt merkt ihr langsam, wie viel schneller, wie viel zackiger, wie viel dynamischer der ganze Kampf anfängt zu werden. Und hier ist natürlich Zusammenarbeit key. Ja, und wie es hier natürlich auch für einen guten Dungeon gehört, ist der Loot. Und den bekommen die drei hier schon und ja, damit können sie dann in dem Sinne im Spiel fortfahren. Jetzt noch eine kleine Vorschau auf die Deep Desert und den Spice Hunts. Spice kann man natürlich überall finden, aber diese riesengroßen Spice Blows findet man nur in der Deep Desert. Da kann man ja wirklich kilometerweit sehen. Und wenn die passieren, dann werden die großen Gehirn sich natürlich jetzt ein Rennen liefern und sich bekämpfen. Ah. Wer jetzt halt dieses Spice Field bekommt und dann auch quasi einsammeln kann oder harvesten kann. Wenn man jetzt aber sehr schlau ist und wenn man sich gut vorbereitet, kann man sogar Ahaki selber in eine Waffe machen und dann die gegen seinen Feind brauchen. Das habe ich mich nämlich gefragt, inwiefern man die Sandwürmer dann auch taktisch rufen kann. Und das war ein Riesensandwurm gerade. Und das waren jetzt die Großen. Und das war's für den Gameplay-Part. Jetzt haben wir noch Zeit für Spiele. Einfach ein ganz herzliches Dankeschön an Nils, der das Ganze live gestreamt hat. Und ein Hallo zu seiner Community. Dankeschön. Ist ja nett. Da gibt's Applaus von mir. Ja, da habe ich gegrüßt. Bin ich natürlich immer charmant. Sehr schön. Schauen wir mal. Jetzt haben wir Zeit für ein paar Fragen. Hat jemand eine Frage? Nicht scheu sein? Ja, okay. Ich gehe mal hier kurz an. Dann seht ihr, was da gerade unten passiert. Ah, hi. Ich habe hier direkt... Als abgestellt, glaube ich. Den Mario. Okay. Mario ist richtig, ne? Einmal gerne das Headset aufsetzen. So, das passiert unten im Kino. Da werden jetzt noch Fragen gestellt und beantwortet. Gibt es sowas wie Friendly Fire? Also man hat ja gesehen, dass man gegen andere Spielerfraktionen kämpfen kann. Aber wenn man sich jetzt im Team zusammenschließt, in der Gruppe als Beispiel, in der Gilde... So, ich mute mal, was unten passiert, weil bei mir ist Mario und Mario, du hast gerade unten die Präsentation auch gehalten, ne? Mhm. Du bist ja Art Designer? Art Director. Art Director, ne? Das heißt, du hast... Zuständig komplett für die Fahrzeuge. Genau, hast du ja gerade auch schon gesagt, als wir gesehen haben, wie du da diesen Wüsten, dieses Motorrad gebaut hast, zusammengesetzt hast. Aber du bist aber darüber hinaus komplett auch im Spiel, ne? Kannst auch Fragen beantworten. Ja. Hammer. Wir haben nämlich im Chat, das hier ist mein Chat, hier siehst du es auch, kannst du selber auch gerne dir eine Frage raussuchen, wenn da was bei ist. Hallo. Ich habe nämlich versprochen, erstmal genau, sagt mal Hallo Leute, Mario liest euch. Schon. Hallo. Sehr gut. Die ganzen Fragen, die ihr gestellt hattet, die ich jetzt vielleicht nicht alle zu 100% beantworten konnte, die könnt ihr jetzt nochmal rausballern im Chat und wir beide suchen uns die raus. Ich sehe hier schon die erste, wie werden die technischen Voraussetzungen sein? Mhm. Ja, also natürlich, wir sind noch in der Entwicklung. Das heißt, wir haben zwar gesagt, Launch ist Anfang 2025, aber das wird sich dann alles noch zeigen. Uns ist natürlich wichtig, durch diese ganzen großen Kämpfe und die ganzen Fahrzeuge, die wir drin haben, und dass es ein MMO ist, in dem Sinne ist die Performance auch natürlich sehr wichtig. Mhm. Ja? Und es muss auch laufen. Wir haben auch das Problem, dass es teilweise auch bei uns nicht immer super performant ist. Mhm. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal ein bisschen Balance finden und Sachen entweder rausnehmen oder halt ein bisschen vereinfachen, damit sie halt auch gut laufen. Also technische Spezifikationen oder Voraussetzungen haben wir leider erstmal noch nicht. Mhm. Fragen wir mal, Suavelicious fragt, wie lange ist das Spiel in der Entwicklung und wird es auch ein größeres Ziel geben? Also was ist das Ziel im Spiel? Ja, definitiv. Also wir sind, oder Funcom ist direkt seit über fast 5 Jahren an dem Spiel dran oder entwickelt es. Ich bin vor 4,5 Jahren hinzugekommen, direkt mit den Fahrzeugen. Mhm. Und wir freuen uns sehr auch, dass das Spiel jetzt endlich ein bisschen zu zeigen und ein bisschen Feedback zu bekommen.
Und die Frage zum Ziel im Spiel, also wir haben ja gesehen, das ist erstmal eine riesige Welt. Man hat dann diese Hub-Welten, wo man dann Raids machen kann. Was würdest du dann sagen, das Ziel im Spiel, also was ist das Kernziel, die Kernmotivation im Spiel? Ist es quasi immer weiter voranzukommen, stärker zu werden, andere Fraktionen zu dominieren, sich vielleicht auf einem Server die dominante Fraktion zu sein, als Gilde große Base zu haben, sowas. Was sind so die Sachen, die einem dranhalten? Ja, eins unserer Ziele ist in dem Sinne, und ich natürlich möchte niemand schlecht machen, weil ich liebe natürlich auch WoW und jeder kennt WoW oder andere ähnliche MMOs. Es gibt natürlich immer bestimmte Spiele, versuchen dann immer nur bestimmten Content zum Schluss dann rauszubringen. Und dann bei WoW fand ich es immer schade, dass es halt sehr Raid-basiert zum Schluss ist. Mhm. Und auch die Story ja auch nur im Raid dann zum Schluss halt mitbekommen konntest. Das haben sie natürlich jetzt auch geändert. Aber wir wollen natürlich eine breitere Masse natürlich ansprechen. Also nicht nur die Hardcore-Spieler und nicht nur die Gruppenspieler und Gildenspieler, sondern halt eben auch Einzelspieler. Mhm. Und ja, natürlich, stärker werden, klar. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt Level 50 bist und dann der Stärkste da und alle ganken kannst sozusagen und alle, die Low-Level sind, fertig machen kannst. Sondern es ist natürlich auch der Einsatz der Fähigkeiten, die du benutzt und die entwickelst. Und auch ein guter Low-Level-Spieler kann theoretisch auch was erreichen. Natürlich ist das Ziel, dass man High-Level wird und dann in dem Sinne auch schöne Ausrüstung findet und so weiter. Aber es soll in dem Sinne eigentlich fair für alle sein und zumindest das ist unser Ziel. Mhm. Schauen wir mal weiter. Kann man mehrere Basen bauen oder ist man an eine Basis gebunden? Das wurde ja schon so ein bisschen angesprochen, dass man einen Blueprint der Basis erstellen kann, sodass man die Architektur zumindest, nicht die Rohstoffe, mit auf eine andere Ebene nehmen kann, ein anderes Gebiet mitnehmen kann. Aber bleibt es bei einer oder gibt es mehrere? Also das System ist halt weitaus komplexer, als wir es überhaupt jetzt so darstellen konnten. Also wir haben eine Serverstruktur, die halt, das ist etwas, was noch keiner bisher gemacht hat. Also am Anfang wählt man zwar einen Server aus und man in diesem Anfangsgebiet, diese Hagar Basin sozusagen, und man kann dort natürlich auch sein Gebäude bauen. Man platziert ein Totem und wie ihr gesehen habt, könnte man dann in dem Sinne da bestimmte Bausteine zusammen wie ein Lego-System und dann quasi euer Gebäude bauen. Wir können natürlich neben diesem Gebiet noch ein Totem platzieren und noch erweitertes Gebäude oder ein größeres Gebäude. Okay. Ihr könnt das auch noch weitermachen. Kann ich das als Einzelspieler machen oder muss das ich dann gehen? Das kannst du auch als Einzelspieler machen. Ah, okay. Und was hindert mich daran, das gesamte Gebiet voll zu pflanzen mit meinem Anspruch? Wenn du da die Ressourcen für hast, kannst du das so also rein, machen. Also reine Ressourcenfrage, ob ich mir so ein... Ja klar, also du musst natürlich die Materialien sammeln und so weiter, was natürlich auch eine gewisse Zeit dauert. Ne? Mhm. Also sollst du jetzt nicht so wie bei Rust, dass du innerhalb von einer kurzen Zeit da schon deine Hütte hast, sondern es soll ein bisschen dauern und die Gebäude sind ja auch ein bisschen schöner teilweise. Und wir haben verschiedene Bausätze von verschiedenen Fraktionen und klar, also wenn du dein Gebäude baust, wirst du schon merken, okay, du brauchst schon relativ viele Ressourcen, die du einsetzen musst, um das Gebäude zu bauen. Und dann konzentrierst du dich erstmal auf einen kleinen Bereich, ein kleineres Gebäude. Und wenn du dann ein bisschen mehr hast, ein bisschen weiter im Spiel bist, dann erweiterst du das Ganze eventuell. Oder und nutzt halt den vollen Bereich oder halt machst noch einen Bereich dazu. Aber das war meine Frage, dass du halt, das eine ist ja der Basenbau, das andere ist, du bist ja mit anderen Leuten auf dem Server. Und wenn ich jetzt Gebiete für mich claime, so wie irgendwie im Wilden Westen oder irgendwelche Gebietspfähle in den Boden stecke, dann hindere ich ja auch andere daran, sozusagen da zu bauen, oder? Also, das heißt der Anfangsbereich, da wo ihr bauen könnt, ihr könnt auch in Deep Desert bauen, aber das ist nochmal eine andere Sache. Im Anfangsbereich, das ist natürlich, da ist wo ihr wirklich am Anfang den Server wählt, das heißt, das ist 40 plus. Und da ist natürlich, wenn ein Gebiet vollgebaut ist, dann müsst ihr natürlich woanders hingehen, das ist klar. Aber dann kannst du natürlich theoretisch auf einen anderen Server gehen. Aber das geht so leicht nicht mehr, weil du am Anfang den Server auswählst, auf dem du bleibst. Ja. Und dann, wenn du in Deep Desert gehst, da kommt die Serverstruktur, von der ich gesprochen habe. Und das ist dann alles nur noch dynamisch. Das heißt, es sind verschiedene Quadranten sozusagen, die erstellt werden, die serverbetrieben sind. Und da geht es um 100 Spieler plus zum Beispiel. Und wenn du in den nächsten Quadranten gehst, das ist aber alles seamless, hast du wieder 100 Spieler plus und so weiter und so fort. Okay. Genau, das hast du gerade eigentlich schon beantwortet. Sind die Basengrößen vergrößerbar? Hast du eigentlich eben schon, finde ich, gesagt. Also ihr könnt, wir haben also bei einigen Playtest-Spieler gesehen, die haben also Burgen gebaut. Also schon teilweise größer fast als eine unserer Städte. Ja, da sehe ich mich. Kleines Lob hier noch, was ich dir markiert habe. Cisco fragt, wie ist die Gegnervielfalt? Gibt es nur Humanoide oder auch Monster? Da
Also was ihr gesehen habt natürlich sind hauptsächlich menschliche Gegner, mhm. klar, weil ihr natürlich auch im Basenrand und bestimmte anderen Challenges einfach nicht möglich. Was wir dann gemacht haben, ist in dem Sinne diese Serverstruktur aufzubauen und du hast, also dieser Deep Desert ist halt ein paar Mal multipliziert mit Conan Exiles, also es ist riesig groß. Also man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie groß es ist. Also als, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat oder darüber geredet hatten. Du kannst als Einzelspieler auch als Kartograf fungieren. Das heißt also, das System ist so, dass der Deep Desert sozusagen immer von Sandstürmen eingeholt wird. Und ein großer Sandsturm, der Corioda Storm, der fegt sozusagen einmal wöchentlich, wir wissen noch nicht genau wie oft, aber sagen wir mal einmal wöchentlich durch die Landschaft und resettet alles und bringt auch den Fog of War wieder. Das heißt, du kannst als Spieler sehr weit in die Wüste rausreisen und einfach kartografieren so ein bisschen und halt diese Koordinaten speichern und die Koordinaten auch verkaufen andere Spieler und andere Gilden. Das heißt, bestimmte Gilden, die einfach keine Lust auf den Scheiß haben, sagen wir mal, die werden einfach Kartografen und auch Kundschafter losschicken und die das für sich machen. Du kannst so als Einzelspieler auch Geld verdienen. Ah, das finde ich sehr gut, auch in Kombination mit dem, was in der Presse auch erzählt wurde von euch, dass man, wenn man Architekt sein möchte zum Beispiel, dass man einfach eben nicht den Nachteil hat, okay, man geht nicht in die Welt und man sammelt keine Erfahrungspunkte, sondern man kann trotzdem die Blueprints dann verkaufen oder dann vielleicht so eine Art Star-Architekt, so, ah, das ist doch hier von Knossnoist. Genau. Oh, das ist und das wird es hundertprozentig geben. Ja. Und dann hat man so richtige Prachtbauten. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man sich da auf unterschiedliche... Das fördert halt auch wieder die Community. Ja, genau. Du hast es hier und da schon mal so ein bisschen angedeutet, ich werde es trotzdem noch mal jetzt vorlesen, wie viele Spieler pro Server gibt es maximal? Du hast ja gerade gesagt, im Anfangsgebiet, glaube ich, hast du 40 plus gesagt. 40 plus, genau. Und dann in diesen ganzen Quadranten in dem Deep Desert ist es ungefähr 100. Wir versuchen nur rauszufinden, was genau gut ist, weil es natürlich viele Fahrzeuge, viele Menschen, viele Spieler und wir wollen natürlich auch eine gute Performance gewährleisten. Mhm. Deswegen, wie gesagt. Okay. So, dann hier, Tantaranos. Fragt, ist es möglich, als Harkonnen mit Fremen-Spielern zusammenzuspielen oder muss man sich auf ein Team einigen? Da haben wir auch gerade ja schon gesehen, zumindest die Atreides und die Harkonnen könnten sich zusammentun. Was ist mit den Das Fremen? Waren ja die beiden Spieler. Das war einer ein Atreides und der andere ein Harkonnen. Das heißt also, nur weil du jetzt einen Harkonnen ausgewählt hast, heißt das nicht, dass du nie wieder mit einem Atreides spielen kannst. Ja. Natürlich kannst du das machen. Zu den Fraktionen noch. Wir haben jetzt ja Harkonnen und Atreides gesehen. Was ist mit Fremen und gibt es auch noch andere Häuser? Oder willst du mir das nicht verraten? Ja, es gibt auf jeden Fall andere Häuser. Fremen ist etwas, worüber ich nicht sprechen darf. Für den Launch ist ganz wichtig Atreides und Harkonnen erstmal. Mhm. Darauf konzentrieren wir uns erstmal. Fremen, dadurch, dass wir natürlich eine alternative Zeitlinie kreiert haben, wo ja Paul gar nicht geboren wurde und Jessica sozusagen eine Tochter bekam. Und die Fremen, so wie ihr ja ganz am Anfang gesehen habt, da muss ich auch sehr vorsichtig sein, was ich hier sage, sah man ja auch so mumifizierte Fremen und so alte Symbole von Fremen an den Wänden. Es gibt einen Grund, warum das so ist. Und zu natürlich weiteren Häusern, natürlich ist der Plan, das alles auszubauen und noch weitere Häuser reinzubringen. Am Anfang haben wir mehr als nur wirklich Atreides und Harkonnen, aber davon ist es so ein bisschen getrennt. Das, was der Spieler erstmal auswählen kann zum Launch, ist definitiv Atreides oder Harkonnen. Mhm. Okay, das ist ganz spannend, was du auch nochmal gerade gesagt hast zu der alternativen Zeitlinie. Ich habe es zu Beginn des Streams auch so ein bisschen angedeutet, wo wir uns hier befinden. Ihr habt zwar die Lizenzen des Buches und des Films, aber es ist eben eine andere Story. Und im Buch ist es ja auch so, dass eigentlich immer die Frauen, also die Töchter sozusagen maßgeblich sind für diese ganzen Prophezeiungen von den Bene Gesserit, also diese Bene Gesserit, dieser Orden, der sozusagen überall seinen Glauben streut und Prophezeiungen tätigt und auch so übernatürliche Kräfte hat, wie diese Stimme, die einem dann Befehle erteilen kann gegen den eigenen Willen. Und dass quasi Jessica dann gesagt hat, mein Sohn Paul Atreides ist jetzt sozusagen der Auserwählte, damit ist sie in Konfrontation gegangen zum Bene Gesserit Orden. Mhm. Und das heißt, wir spielen jetzt sozusagen eine Zeitlinie, wo Paul als Mann gar nicht geboren wurde, sondern ist halt wie eigentlich vom Orden vorgesehen ist, eine Frau geworden ist. Und der Auserwählte existiert. Ja, der existiert. Und das ist eine Welt ohne Auserwählte. Die jetzt das ist das, was in dem Sinne Tascha auch vorhin sagte, die Harkonnen und Atreides bekämpfen sich immer noch auf dem Planeten. Mhm. Ja. Also es hat sich schon ein bisschen alles geändert. Genau, aber sie sind trotzdem auf den Planeten gekommen. Es ist, Buch wird ja, ist es ja Verrat, also der Emperor sagt dann, okay, Atreides, ihr managt mal jetzt Arrakis und die Harkonnen, tschüss.
Und jetzt sind aber sozusagen beide da und es gibt einen offenen Kampf, weil sich natürlich alles anders auch ein bisschen entwickelt dann. So, das ist doch vielleicht auch ganz interessant. Wird man NPCs rekrutieren können, um diesen Aufgaben zuzuteilen? Zum Beispiel Spice sammeln oder Sammler? Wir haben es auf jeden Fall gesehen von anderen Spielen, die das auch machen. Wir finden es eigentlich auch ganz interessant, zum Launch erstmal nicht. Mhm. So, aber natürlich mit eurer Gilde, ihr könnt eure Freunde können natürlich euer Gebäude betreten, da mithelfen, aber es gibt jetzt kein NPC-Assignment noch, also zumindest noch nicht, dass ich jetzt was ich meine Peons da einstellen kann und die machen da halt einfach für mich. Mhm. Wir machen einfach mal ein bisschen schneller durch. Würde es ein Auktionshaus geben oder einen Schwarzmarkt? Ja. Okay, dann kriegt jeder sein Ei. Oh, sehr, 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 sehr spannende Frage. Darüber sind schon Freundschaften zerbrochen. Kriegt jeder sein eigenes Loot? Und es werden auch noch viele folgen. Kriegt nicht jeder sein eigenes Loot. Das ist in dem Sinne, also meiner Meinung nach, Nacktür. Natürlich ist das cool, wenn du hier reinkommst in den Dungeon und irgendwie jeder bekommt wirklich seinen getrennten Loot. Meiner Meinung nach ist aber das Geile wirklich, wenn das eigentliche Gruppenspiel, wo es denn auch wirklich um das Aufteilen der Ressource oder sozusagen des Gewinns sozusagen geht. Das hat so ein bisschen mehr, in meiner Meinung nach, und das, was wir so dachten, ist, das hat so ein bisschen mehr einen realistischen Ansatz. Ja. Und dadurch, dass es ist ein harscher Planet, es sind schlimme Bedingungen und du kämpfst wirklich hart um jedes bisschen Land, jedes bisschen Spice und so weiter. Und dementsprechend kämpft man auch um jedes bisschen Ausrüstung, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass du leitest das ja völlig sinnvoll her. Aber das zerschellt an der Realität, an der Grausamkeit der Realität. Weil, wenn ich mit meinen Leuten darum, das ist jeder einzelne Loot-Gegenstand, den muss ich mir erkämpfen, weil es gibt dann immer die dann vorlaufen und die ganzen Kisten looten und das alles sich, und da muss man immer hinterher, was hast du denn da gerade, warte, was hast du da? Das heißt, du hast recht, es zieht einen ein bisschen dazu, sozial kompetent zu agieren und sich dann auch kommunikativ mit seiner Gruppe auseinanderzusetzen und auch mal zu geben und nicht nur zu nehmen. Aber es kann auch wirklich ein Stresstest sein, von daher, wie gesagt, also herausfordernd. Sagen muss ich auch dazu, dass das alles noch nicht ganz final ist. Also wir sind natürlich, wie gesagt, schon noch in der Entwicklung und wir müssen dann natürlich, wir haben jetzt gerade interne Betas laufen und da kriegen wir natürlich auch noch Feedback und da wird auch sicherlich auch noch das eine oder andere geändert werden. Okay, Vorschlag. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Art Server für sozial inkompetente Personen zu machen, wo Loot einfach automatisch, einfach wirklich, wo man sagt, okay, hier ist mein Ausweis sozial inkompetent, kann ich einen Server haben, wo der Loot aufgeteilt wird? Also sowas kannst du jetzt nicht einstellen. Du kannst jetzt momentan noch nicht wirklich irgendwelche Optionen am Server ändern. Du kannst nur dem Server beitreten. Es gibt auch keine Möglichkeit, oder zumindest noch nicht, und wahrscheinlich wird es auch nicht passieren, aber mal gucken, dass du als Spieler sozusagen selber einen Server hosten kannst, weil unsere Serverarchitektur so kompliziert ist, dass du theoretisch selber eine eigene Farm bräuchtest. Ja. Wir schauen uns das aber an und vielleicht, wir haben das ja auch in Conan Exiles irgendwie hingekriegt, wir hoffen, dass wir das irgendwie machen können. Du siehst, das sind halt zwei Schulen, ne? Also das ist halt, bei jedem Spiel aus diesem Genre musst du diese Grundsatzentscheidung treffen, was machst du mit dem Loot? Ja. Und ihr müsst euch für was entscheiden und die eine Hälfte wird sagen, ja geil, genauso, es ist viel realistischer, ne? Ja. Das ist halt der Ansatz. Und das andere ist, okay, es wird das Ganze ein bisschen vereinfachen. Ich verstehe das auch absolut. Also wie gesagt, das ist immer noch eine Frage. Eigentlich dürfte ich mich dazu gar nicht groß äußern, aber ich habe ein bisschen was dazu gesagt. Mhm. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Das kann sich durchaus auch ändern. Genau, wir haben jetzt noch eine letzte Frage, dann ist unsere Zeit vorbei und ich gucke gerade mal im Chat, ob ich hier noch irgendwas sehe. Ihr könnt jetzt vielleicht noch, oh, das ist natürlich die wichtigste Frage, die wird, oder kannst du, glaube ich, einfach mit einmal, oder kann man Würmer reiten? Ja, also die Frage kam natürlich oft. Das ist ein wichtiges Thema, denn jetzt erstmal natürlich für Launch erstmal nicht. Und das hat den Grund nicht, weil wir es nicht hinbekommen haben, sondern wir wollen natürlich dem Ganzen gerecht werden. Weil der Wurm oder der ganze Moment mit dem Wurmreiten ist so ein ikonischer, großer, berühmter Moment in der Dune-Geschichte, dass wir wollen das jetzt nicht Würmer zu Mounts machen, die jeder rumreiten kann und alles zerstören kann. Das wäre natürlich alles unfair. Also ich könnte mir vorstellen, also wir sind natürlich noch am Ausfinden, wie wir das überhaupt richtig umsetzen wollen, dass es halt auch wirklich impactvoll ist und auch wirklich eine bestimmte Bedeutung hat. Und es gibt natürlich auch Spiele, wo man ja auch einen König wählt. Ja. Und ich könnte mir in der Hinsicht irgendwas vorstellen. Aber wie gesagt, ich
will nicht zu viel verraten, sonst kriege ich noch auf den Deckel. Es ist auf jeden Fall, es wird kommen, nur nicht zu Launch. Oh, okay, also jetzt bin ich komplett überrascht, weil ich hätte einfach gedacht, du beantwortest es mit Nein. Weil ich habe mir gerade, also ich dachte, das ist eigentlich super schwierig umzusetzen, diese Würmer auch zu reiten. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine, aber dass ihr das wirklich versucht, finde ich Hammer. Weil das ist natürlich eine der ikonischen Szenen überhaupt, dass Paul Atreides dann von den Fremen lernt, wie man, und dann natürlich direkt den dicksten Wurm und so, und er ist der Auserwählte. Und ich hätte nicht gedacht, dass ihr das hinkriegt, aber dass ihr es versucht, finde ich Hammer. Also wir versuchen es nicht nur, sondern wir machen es ja auch, geil, aber okay, wir sind natürlich noch in der Phase evaluieren quasi, wie wir es machen. Ja, weil klar, wir es natürlich geil natürlich machen wollen. Das ist wichtig. Klar, das ist halt, das, also was hast du bei allen Spielen, wo du so also Darth Vader Charaktere hast, wo du, es kann nicht jeder Darth Vader sein, sonst ist Darth Vader nicht mehr das, Darth Vader. Das genau, ja, ganz genau. So, von daher müsst ihr ein deswegen bisschen... Deswegen haben wir auch die alternative Zeitlinie ohne Paul, weil ja, dann möchte jeder Paul sein. Ja, ja, und ja, das klar, funktioniert dann auch nicht mehr, weil genau, du willst natürlich dem Spieler irgendwo... Ich hasse es, wenn du in eine MMO kommst und dann ist sozusagen, bist du einfach so ein random Typ irgendwo. Jeder möchte irgendwo ein bisschen der Auserwählte sein, ja, und das Gefühl willst du dem ja auch irgendwo geben. Ja. Naja. Ja, aber Hammer. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich möchte gerne einen Free Worm Pass, Fast Worm Pass für mich haben. Ja, leider ist die Zeit vorbei. Ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen. Es war super spannend. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank, gerne, hier, gerne, dass ich diese Präsentation sehen und streamen durfte. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Leider, ihr wisst es, die Messe ist eng getaktet. Hier ist gleich die nächste Präsentation. Müssen wir jetzt zu einem Ende kommen. Ja, ich muss schon zur nächsten gleich. Genau, du musst los. Du bist sofort, du kannst schon gehen. Du bist entlassen. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß noch bei Gamescom. Herzlichen Dank euch auch. Danke, ciao. So, und ich muss jetzt hier auch so langsam mal hier das Studio räumen. Euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, das ist Dune Awakening. Ich kann es kaum erwarten, da selber mal dann in die Wüste aufzubrechen. Jetzt nach dieser Präsentation bin ich natürlich ein bisschen angefixt und ich kann Wurm reiten. Wie geil ist das denn? So, ich muss zu einem Ende kommen und bin aber gleich hier wieder auf der nächsten Stage. Ich wusel die ganze Zeit über die Gamescom. Ich werde jetzt einfach knallhart ohne Bumper, ohne Raid einfach den Stream beenden, weil die Zeit ist gar nicht mehr für irgendwas anderes da. Deswegen müsst ihr heute manuell den Weg zu einem anderen Stream finden, wenn ihr das machen wollt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiederschauen. Stop streaming.